nämlich Hänsel und Gretel. die Stiftung Hänsel und Gretel, die sich da um die sich Kindern annimmt, die aus schwersten Verhältnissen, gestörtesten Verhältnissen, Missbrauchsfällen und so weiter kommt und denen irgendwie versucht zu ermöglichen, dass sie trotzdem eine normale Kindheit sich wieder aufbauen können, das Ganze verarbeiten können. Es geht an den Fatigatio e.V., ein Verein zur Erforschung des chronischen Erschöpfungssyndroms, was in Deutschland keine Krankenkasse übernimmt, was absolut nicht wahrgenommen wird von irgendwelchen Ärzten, außer ganz wenigen Spezialisten. Und wir wollen halt, dass die Forschung von solchen Nischenkrankheiten unterstützt wird. Und an den Wünsch dir was e.V., den wir so toll finden, weil er hat A, kein besonders hohes Etat im Jahr. Das haben wir vorher alles gecheckt, dass wir nicht Vereine nehmen, die ohnehin schon mit Millionen überhäuft werden. Und deswegen hoffen wir einfach mal, dass wir diesen drei Vereinen, tja, mit eurem und unserem Geld, dazu gibt es unter anderem morgen in der Früh, am Vormittag, sage ich jetzt Oh einfach mal, Gott. auch noch eine kleine Überraschung, die sich, Gewaschen ja, hat. wer es Nicht noch gar gewaschen. nicht, ich finde, das ist noch gar nicht genug Das gesagt ist worden, weil voll wir werden schlimm. nämlich wirklich, also wir sind jetzt live, aber wir sind Ja. morgen um dieselbe Zeit auch immer noch Und live. zwar Und immer noch. es Das ist ist mir immer gerade, noch, ohne Scheiß, das ist mir ist mir, gerade bewusst, als er meinte morgen früh, Scheiße, es gibt ja. dazwischen nichts, ich muss Also morgen um ja. 18 Uhr geht es auch immer noch Und weiter ihr und seht halt auch auf dem Channel, ihr könnt da, wenn ihr über unseren Spendenlink geht, unten der Button, das ist auf jedem der drei Jo. Channel, die ihr hier bei Twitch gucken könnt, ist der Button zum Spenden. Und ihr seht auch immer, wie viel gerade schon gespendet. Alter, wir sind schon bei 82 Euro. Echt? Yay! Wir haben noch gar nichts Wir haben gemacht. gerade erst angefangen, Alter. Guck mal hier. Oh, da geht's rein, ey. No message. Alles für Steven! Oh, Ja, Applaus. und ihr seht schon links im Bildschirm, das Erste, womit wir anfangen, um einfach ein bisschen warm zu werden, weil wir Warm! wollen halt auch gleich. Warm! Ach so, übrigens, wir sind jetzt hier fast, also wenn alles gut läuft, 48 Stunden am Stück online. Das heißt, ihr könnt uns dabei zugucken, Wie wie lange wir wir langsam verblöden. verblöden und Verfallen, verfallen. verfallen. Verfaller. Es ist Verlacht. eigentlich, Es wird kommt. eigentlich der LeFloid-Augenringe-Wettbewerb. Ja, irgendwas. Was halt Aber der hat immer. ja schon geschummelt, der hat schon vorgemacht. Flo Was hat halt. angefangen. Wundert euch nicht, ne? Es kommen nämlich noch vier Leute dazu. Es kommen noch Chung und Flo von den Q-Birds und Future Felix und Future Genau. Felix und Future Jaco. Aber Future Plus Felix und Future andere. Jaco zum Ja, Beispiel. wer erkannt hat, wo wir sind, kann sich auch noch denken, dass zwei Personen vielleicht auch noch mal Ja, reinschneiden. genau. Aber auch Marty und nur kurz, Dominik weil werden die haben gleich es auch noch gesehen. genau. Marty und Dominik kommen noch mal Und andere vorbei. Überraschungsgäste eventuell Zum mal. Beispiel morgen früh zum Frühstück kommt auch jemand. Ja. Ja, also wenn ihr, wir Robins verstehen, dass Mutter. meine Mutter kommt. Die schmiert uns dann Brötchen. Mmh, Geil. lecker. Saugeil. Das Voll ist nett ja, von deiner ja, Mutter. ist toll, ne? Danke, So, Robin. im Bis Laufe des bald. Abends und des Tages und der Nacht und alles Mögliche wird es noch ein bisschen Battlefield-Action geben. Da könnt ihr uns dann wegnatzen auf dem schönen 64er-Server und irgendwas. Das machen wir alles noch. Ja. Wir haben hier alle möglichen Klassiker an Spielen und neue Spiele und alles. Und wir fangen jetzt einfach mal an, um ein bisschen warm zu werden. Kümmern sich ein paar Leute darum, dass wir eure Comments Ja, beantworten. das werde ich jetzt erstmal machen. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, Da komme ich gerne geht. dazu. Ich Nee, werde mal geil, unser ich kann ja erstes PC, spielen. genau. Yes! Ich setze mich da drüben an den anderen PC. Wenn ihr eine Frage habt, dann geht auf den Ja. Rob Bubble Twitch-Kanal und stellt die Fragen da, weil da ist der Chat um einiges übersichtlicher als bei Ja. Dr. Freud. Genau. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, die ihr irgendwie beantwortet haben wollt, dann schreibt die da. Ich werde ja dann immer in den Raum rufen Ja. und das Ganze ein bisschen moderieren, also postet die da. Perfekt. Ich bin Guti. Jo, ich gehe dann begeistert. mal darüber und mach das. 180,50 Und dann, Euro. Robin ist so weit weg. Oh Oh Gott, mein Gott, Robin! Robin! What shall I do? What the fuck just happened? Das ist so geil, ich will einfach nur noch rumlaufen und in jede Kamera. Können wir Ja. hier, ich will Oh, den, nein, ich hätte gerne so ein ich will den grünen Nee, ja, ich Controller. nehme den schwarzen, weil ich bin Player 1. Okay, ich will Wieso den bin ich grünen. Player 1? Ich bin Player Ich 1! will noch Ich will ganz den. kurz, ich guck einmal kurz ein paar Kommentare an, weil das Ja, cool ist. nochmal. Und Ich will den dann grünen. geh, pass auf, dann geh ich nach ganz links. Okay. Dips auf Yoshi! Ist mir Latte. Ich will Ja. Toad. Ich weiß doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee ist, Ich habe ehrlich gesagt. vergessen, wen es Toad kann. gibt. Leute, Leute, ich sehe gerade, also der Stream hier ist scheinbar der schnellste. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass wir ein Kabel einmal komplett durchs Haus verlegt haben in meiner Wohnung. Also ich benutze eine getrennte Ja. Internetleitung und die anderen beiden Streams laufen über ein, drei und ihr könnt den immer noch nicht einstellen, ne? Nee, nee. Das Problem ist, dass die Leute, wenn einer sich mit XSplit auskennt, XSplit, wo kann Und man. zwar Broadcaster, nicht Gamecaster, ganz wichtig. Ja, den Ja, der Broadcaster, nicht Gamecaster. Broadcaster. Wo kann man Ja. dort die Übertragungsgeschwindigkeit, also angeben, wie viel Kilobits pro Sekunde Warum übertragen finden wir werden? den Scheiß Hallo. Robin, nimmst du Hallo, eigentlich den Ton hallo. auf? So, die ersten Fragen kommen Was? schon mal rein. Die erste Robin, wollte ich Frage, die gleich ich gerade drucken. gesehen habe: Vielen Dank für diesen super tollen Kommentar. Seid ihr gay? Was? Ja, super Ja. gay. Super gay. Ich ficke ganz viele Natürlich. Männer den ganzen Tag. Also ich bin, Also auf Warte, Battlefield habe ich so viele Typen schon gefickt, das ist unglaublich. warte, hier, wenn man hier ganz genau. Warte, ich kann hier ein bisschen. Hier,
Du kannst mir jetzt den den Daumen lutschen. Die Lichtdusche. Oh ja, Lichtdusche exklusiv. Ich bin so unfassbar schwul, dass ich seit 9 Jahren mittlerweile mit einer Frau zusammen bin. What? Mit einfach, nur einer? Einfach um das, um das. Wie gay ist das denn? Du bist mit einer Frau nur zusammen? Zu tarnen, weißt du? So schwul. Da gibt's doch diesen Spruch von wegen Hochzeit, so heterosexuelle Hochzeiten sind das Schwulste überhaupt. Ich meine so, ey, ich will jetzt nur noch eine Frau auf der Welt haben und jetzt stecken wir uns Schmuck an und tanzen. Kennt ihr das nicht? Nein. Nee. Das war ein Nein-Gag-Post. Wer kann, stopp, wer kann jetzt nur Player 1 machen? Nein, ich, pass auf, ich mach das nicht, dass hier jeder was Spieler Game. Ja, wollen wir gegeneinander fahren oder wollen wir erstmal battle? Nein, gegeneinander fahren. 150! Mir Latte. Ja klar, 150. Aber fahren nicht die anderen auch mit? Nein. Also NPCs? Nee, das ist doch das erste, Florian. Boah, was hat denn das für eine Verzögerung? So, hier noch eine Frage, welches Harry Potter? Welcher bin ich denn? Na, ich bin 2. Oh, ich bin der 4. Slytherpuff. Ravenclaw. Ich bin voll Ravenclaw. Jetzt hat irgendwer auf B gedrückt. Ah, das ist der Scheiß. Ach, der Scheiß. Ja, ihr seht, wir haben ab und zu mal den Scheiß mit der Technik. Ich glaube, das ist da vielleicht gar nicht. Ich glaube, das sehen sie nicht. Ich glaube, der größte Scheiß, den wir haben, ist... Ich will Bowser sein, oder? Leute, das Spiel ist halt viel, viel, viel weiter hinter dem, was wir gerade sagen. Ja, ist das so? Ja, wegen der Elgato. Oh. Ja, weil die das aber ganz ehrlich... Sorry, also das ist halt das erste Mal, dass wir sowas machen und wir lernen ganz viel, weil es wird nicht dieser letzte Loot für die Welt Scream sein. Nein. Deswegen habt ihr heute quasi sowas, so ein bisschen wie die Chance, uns zu helfen, wirklich echt zu lernen. Ja. Alles, was heute scheiße läuft, einfach in die Kommentare schreiben. Kann man die im Nachhinein noch angucken? Ach, was toll läuft. Kann man die im Nachhinein? Ja. Echt? Ja. Cool. Kann man sich mal richtig angucken? Mit den Kommentaren. Und Leute, nochmal, ey, wichtige Anmerkung. Hashtag Loot für die Welt. Ich mach gleich mal einen Twitter-Post. Ich will das in den Twitter-Trends. Apropos, sehen. Ich muss mal kurz ein Instagram-Bild machen. Mach mal ein Insta. Ja! Ja! Der muss alles gleich nach der ersten Runde machen. Okay. Hast du unser Video online gestellt? Jetzt machen wir das. Stopp. Ganz ehrlich, wir haben 48 Stunden Zeit, da können wir jetzt erstmal den ganzen Shit machen. Okay, ganz ehrlich, ja. Wie macht man bei meinem Handy Panoramabild? Mach doch kein Panoramabild. Aber ich will alles drin. Fertig. Fertig. Okay, das war's schon. Jetzt gibt's ein Video. Könnt ihr euch auch umdrehen und alle mal winken? Was? Fox Radio. Nicht nach hinten gehen, nur umdrehen. Achso, warte mal, Robin, ja auch irgendwie. Der Stream läuft so langsam gerade an, ihr müsst euch gedulden, ihr müsst noch Instagram-Fotos machen. Ach, scheiße. Was? Sieht so aus, hängen alle unsere Hände hoch. Also Leute, auf Space Radio ist gerade ein Video online gegangen, ne? Du kannst aber da hingucken, weil da ist die Kamera. Aber da ist das Mikrofon. Leute, auf Space Radio ist gerade ein Video online gegangen. Hat sich Rob letztens rasiert, glaube ich, hat das heute geschafft? Ja, und ihr könnt es auch noch angucken. Vor allem hat er sich rasiert? Ich glaube, er wurde rasiert. Frodan hat Frodolf nicht rasiert. Frodian. Frodolf. Frodolf. Und das könnt ihr einfach angucken. Wollen wir bitte mit dem Mushroom Cup starten, damit ich irgendwie reinkomme? Ja. Ich mache euch alle so nackig. Ich habe das erste Spiel gespielt, das heißt, wenn ihr Bock habt auf Gaming, dann guckt auf jeden Fall mal rein, ihr werdet doch gefreut. Genau, und wenn ihr Bock habt auf Big Brother Feeling, dann geht ihr zu den Space Frogs Gaming. Robin, kannst du noch einmal dazu für mich? Robin, kannst du mal zum Bild herkommen? Einmal? Ich muss ja noch herkommen. Ja. Am besten zwischen Fabi und dem anderen, den Typen, wenn ihr die weiß. Ach, Florian meine ich, sorry. So, ich will nur zocken. So, komm. Bilder machen. Keiner will unser scheiß Gelaber sehen. Nicht? Doch, ist voll der Lava. Es sind 48 Stunden, müssen ja auch irgendwie. Natürlich ist es ein Lava-Stream. Ja, natürlich. Aber wir können doch wir können dieses Level der Laberei nicht aufrechthalten. Niemals. Oh, das kommt also, auch direkt eine Frage, die ich gesehen habe. Was ist unser Plan, das zu überleben? Mal sehen. Wir haben die gute Fee Felix, die für uns kocht. Ja, gute Fee Felix! Achtung, auf einem der drei. Auf unserem nicht, aber bei Rob Bubble oder weil ich flexibel bin mit dem Genau, bei Rob Bubble werdet ihr nachher live kochen mit Felix sehen. Das wird ziemlich awesome. Ist das Koch richtig so? Mit Felix von Fiedler. Fragst du gerade, wie man Loot für die Welt schreibt? Ja, Hashtag LOOT für die Welt ist komplett richtig, Steven. Geht's jetzt los eigentlich? Ja. Ja, lass doch machen. Podo! Warte! Podo! Warte! Oh Mann, ey. Der wird schon keinen Bock mehr. Wo kann man uns antreten? Schickt sie auf Twitter unter dem Hashtag Loot für die Welt. Und dann lesen wir sie uns nachher live bei
Fanfiction-Vorschläge auch gerne über Hashtag Loot für die Welt. Alles was ich hier gemacht habe, ist der Shit, oder? Ja, geil. Das ist der Hammer. Wann hast du ein Collagenprogramm gelernt? Ich habe ein Collagenprogramm auf meinem Handy. Irgendwann. Alter, Leute, echt jetzt. Okay. Ja, also ja, schnauf jetzt. Los geht's. Also okay, achso, welche? Alle durch? Alle durch eigentlich. Ne, alle durch. Alle durch. Alle durch. Slash.tv/Dr. Freud. Kann man fertig. Kann man mit einem Digi-Kreuz steuern? Nein. Oh Gott, du weißt nicht, wie man fährt? Nee. A ist fahren, B ist bremsen. Dein linker Zeigefinger macht die Items, dein rechter Zeigefinger drift. Oh Mann, ihr fahrt schon, ihr Kackspasten. Oh, ja, du bist ja Kackspasten. Oh, scheiße. Alter, diese Steuerung. Wow, warum ist so eine Bombe? Wo kam die Bombe her? Ja, weil wir nicht im Grand Prix spielen. Nein! Oh nein! Kacke! Warte mal, hat man das früher wirklich gespielt? Ja, ich habe das letztens gespielt, als wir mit der Band nach Stuttgart gefahren sind, hatten wir den N64 mit im Auto. Boah, meine Auflösung, man sieht gar nichts. Au, oh, das ist laut. Klar, bitte nicht so laut. Wollen wir das Spiel ein bisschen lauter machen eigentlich? Nee. Was? Boah, Alter, ey. Ohne Scheiß, wie empfindlich diese N64-Controller sind. Ah. Ey, das war aber letztens, als ich gespielt habe, nicht so. Jemand hat uns im Chat gerade geschrieben, wie man die Bitrate festlegen kann. Wie denn? Musst du das Zahnrad drücken neben deinem Twitch-Account-Namen, geht aber nicht mehr sobald du live sind. Okay. Das, okay. Schlecht. Das kannst du dann ausprobieren. Aber vielen Dank für den Tipp. Dann machen wir es später einfach. Ja, wir machen es später in der Nacht. Später mal eine Pause und dann. Später in der Nacht ab in den Einkaufswagen. Wir machen es später in der Nacht. Ich sehe nichts, Alter. Oh, ja, muss mein Augen Kopf zusammenkneifen. Ja. Das mach ich schon. Nein, da kommt der blaue Panzer. Ich höre ihn doch. Nachher? Ich höre ihn doch. Oh, Alter, wir hatten mich jetzt gerade mit einem grünen Panzer erwischt. Das weiß übrigens bestimmt gar keiner, wer ist, oder? Boah, ich bin Yoshi. Ich bin Thort. Ich bin Luigi. Thort, du bist Thort. Thort. God of Thunder. Oh, was? Alter, ohne Scheiß, was war... Alter, warst du das? Ja. Du blöder Penner, ohne Scheiß. Fuck you all. Hier, deine Mutter. Ey, warte mal, Thort, wie... Oh nein, ich bin... Die guckt bestimmt auch gerade zu. Du alter Vordränger. Oh nein! What have I done? Auf den Sack. Yes. Alter, warum ist denn das so krass? Warum? Nein. Stirb! Wer ist Toad? Ich. Warum kümmert sich denn keiner darum, dass Fahrer rausgehauen wird? Welche der sieben Zwerge wird hier? Rick ist oh, was sind denn das für behinderte Bomben, Mann? Ey, das hab ich gehört. Sag mal, Ricky Dicky, wie bist du denn so schnell? Ich bin halt gut. Fick dich! Nein! Leute, so knapp! Leute, wir können nicht die ganze Zeit so laut sein, das ist total anstrengend. Ja, doch. Boah, ey, ich fasse das nicht. Aber noch habe ich die Energie. Ich bin auf YouTube hochgeladen, das werden wir sehen, mal gucken. Ich könnte gerade so kotzen. Du musst dir deine Energie aufteilen für die 48. Das versteht Frodo nicht, der ist auch in 6 Stunden weg. Wie tot oder was? Ja. Alter, ich habe ADHS, ich habe mehr Energie als ihr alle zusammen. Alle ADHS jetzt irgendwie? Nee, ja. Du hast nur ADHS also und kannst es kognitiv nicht. Bisschen interessanter zu gestalten. Ich werfe jetzt nochmal Fragen in den Raum und dann müsst ihr euch während einer Runde darüber diskutieren und unterhalten. Okay. Und zwar, jetzt geht es tatsächlich genau darüber, wo keine Fragen kommen. Streamen für. Flo, wann kommt das 1 Million Abo? Das 1 Million. Halt, das 1 Million. Das kann ich sogar ganz konkret beantworten. Das 1 Million Abo Special kommt am. 30. Was ist der letzte Januartag? Am 31. Januar. Really? Am letzten Januartag kommt really? Das. Warum? Kommt das 1 Million Abos, weil wir es im Januar gedreht haben. Ach, geil. Ach, er Alter. Macht den Frohlich, ja? Es ist so kalt gewesen. Ja, ey, lass uns doch da. Also, mir war super warm, aber ich war meine Hoffnung ist, dass du ja dann in den nächsten Folge. Sieh, sonst meckerst du wieder. Warum bist du bei mir an deinem Handy? Na, weil ich muss gucken, was alles funktioniert. Ja, aber ich bin auch am Handy und krieg das gebacken. Wir sind doch Social Media Spasten. Wir müssen das doch alles. Nein, Social Media. Aber sonst weiß doch keiner, dass wir hier sind. Lass mal lieber. Oh, stimmt. Kann doch zwischendurch. Nee, wenn es nicht bei Facebook steht, existieren wir nicht. Da hat er schon recht. Oh nein, ich bin eine Bombe. Oh, wer ist denn jetzt ein Geist hier? Wenn ihr ein Bösewicht aus einem Game wärt, welcher Bösewicht wärt ihr? Oh. Sephiroth! Nein, nee, niemand wäre Sephiroth, ohne Scheiß. Es gibt einfach Dinge, Fabi. Alter! Komm, ich finde vieles witzig. Oh nein! Ich hab Turbo! Welcher Charakter aus The Hobbit wärt ihr? Ich glaube, wir alle warte, wir haben noch nicht die erste Frage beantwortet. Ja, müssen wir mal ein bisschen schneller antworten. Können wir uns da nicht mal ein bisschen Zeit lassen, weil wir haben so viel aber Zeit. Aber ich kann so eine Frage nicht. Okay. Da fallen mir alle Bösewichte eigentlich kenne. Aber ja, gleichzeitig und dann kann ich mich nicht entscheiden. Dann lass uns doch einfach mal überlegen, was ist ein ziemlich böser Bösewicht. So. Ich glaube, ich wäre Handsome Jack, weil der ist so lustig. Aber der ist nicht böse, nicht so doch, böse. Doch, Handsome Jack Handsome ist schon Jack ist ganz schön böse. Ziemlich heftig böse. Aber der ist immer so sympathisch. Ja, das ja, aber ist ja, das, ist ja das Krasse. Ah! Mario, also, stirb! Ich glaube tatsächlich, wer ist Mario? Ist Ganondorf nicht zum Beispiel auch sehr böse? Ja. Ja, der ist aber auch ein Schwein. Genau, deswegen. Nein, ich meine, ja. Actual Schwein. Ja, ich weiß, deswegen sag ich ja. Das macht ihn halt so böse.
Weil ein Schwein ist. Das ist ein Mannbärschwein. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Gerne ein Scheiße. Was? Ich bin gerade genau zwischen zwei Itemboxen durchgefahren. Ein Gerne. Da haben sich zwei Schweine gennen gelernt. Oh, oh Gott. Gennen sie das? Oh. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, welcher böse ist.